Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Verdun. Und wir spielen mal wieder auf Champagne. Eine Map, die ich ja eigentlich nicht so gerne mag. Aber der Server war schön. Relativ voll. Habe ich mir gedacht, mache ich doch glatt mal mit, lol. Das war eben echt im Affekt geschossen. Bin mal gespannt, wie es läuft. Wie gesagt, auf der Map bin ich eigentlich nicht so der Brüller. Weil man weiß hier echt nie, wo der Tod herkommt. Naja. Werden das Kind schon schaukeln. Und heute versuche ich mal, einige Folgen Verdun hintereinander aufzunehmen, dass ich halt auch nicht so aus der Übung... Wow! Nicht schlecht, Kollege. Ja, dass ich nicht so ganz aus der Übung komme und dass ihr einfach mal auch wieder ein paar mehr Folgen zum Anschauen habt. Leider ist Verdun in letzter Zeit ja ein bisschen auf der Strecke geblieben. Aber ich hatte ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass ich so ein paar Download-Probleme hatte, wo ich einfach die Updates nicht mehr runterladen konnte. Aber das hat sich jetzt wohl von alleine erledigt, im Nachhinein auch. Und sieht momentan soweit alles ganz gut aus. Scheiße. Naja, wir werden sehen, wie lange das hält. Wahrscheinlich bis zum nächsten großen Update oder so, und dann geht wieder gar nichts. Aber lasst uns einfach zusammen hoffen. Was mir gerade auffällt. Was habe ich denn hier eigentlich für eine Möglichkeit an Waffen? Joa. Geht so? Nee. Bleiben wir mal beim Rifleman. Spielen übrigens gerade auf der Seite der Alliierten. Oder der Entente, besser gesagt. Alliierte ist ja eigentlich so ein Begriff, der dem Zweiten Weltkrieg zugeordnet wird. Auf jeden Fall, ich bin heute Amerikaner. Das soll ja wohl das Gewehr, was ich hier gerade in der Hand habe, oder generell die Waffen von den Amerikanern mit zu den besten hier im Spiel gehören. Ich komme mit denen nicht so ganz klar teilweise, aber man kann sich ja dran gewöhnen. Aber die meisten von euch wollen ja immer, dass ich Deutsche spiele. Ja, man kennt das ja, man ist selbst Deutscher und dann spielt man auch gerne die Deutschen an sich. Was machst denn du da, Kollege? Alter, ich hab den doch getroffen! Wollt ihr mich verarschen? Jetzt fühle ich mich gerade echt... Also, ne? Das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Ah ne, das hier war das gute Gewehr, oder? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ist vollkommen wurscht, ob das jetzt so gut war, aber... Das war... Ne, es war kein Gegner. Sehe ich gerade auf der Karte. Gut oder schlecht ist wurscht. Ja, da rattert es schon los. Nicht mit mir, Kollege. Ich hole mir den jetzt. Scheiße, da oben hängt einer. Wisst ihr was? Die Schweinepriester holen wir uns. Die kriegen wir ordentlich mit einer Granate daraus. Wenn wir jetzt natürlich gleich schon so weit zurückgedrängt werden, dass wir nicht mehr vorwärts kommen, ist natürlich doof. Glaube ich aber nicht. Also, dass wir wieder verteidigen müssen, meine ich. So. Ich muss gucken, dass ich die Stelle wieder finde. Ah, scheiße, ich komme jetzt von der anderen Seite. Oder? Ja, verdammt. Ah, verdammt, wie komme ich da hin? Ich glaube, wenn ich hier rechts gehe und dann links... Ja, genau, wir sind da. Nein. Nein, 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 nein. Brauche keine Gasmaske. Ich will die Granate in die Hand nehmen eigentlich. Na gut, kann ich nicht in die Hand nehmen. Ist wurscht, aber... Ach, Kacke. Da können sie mal eine Granate
Kann sie behalten. Beeilung, 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 Beeilung. So. Gut. Dann empfange ich die Freunde am besten einfach hier. So. Das war doch ein netter Empfang. Das Ding ist gar nicht mal so schlecht. Oh, shit. Habe ich die Granate schon fliegen sehen. Konnte aber nicht mehr viel gegen machen. Ah, da kommt noch eine. Scheiße. Keine Chance. Dieser Krog mit seiner Pistole, das ist aber ganz schön mutig, muss ich sagen. Warum sind auf einmal so wenig Leute auf dem Server, ey? Wie ich da gejoint bin, war der Server proppenvoll. Scheiße. Da war doch gerade ein Deutscher. Nein, ich hab gedrückt. Ah. Das finde ich immer so krass, ey. Das sind echt nur Millisekunden, wo er früher drückt als ich. So. Die Gegner sind schon im Graben. Okay, da hat es irgendwo gerade geschossen. Hier explodiert alles. Okay. Von links höre ich schon Sturmpfeifen. Ach, wie kann der mich denn treffen? Grrr. Ich nehme die Pistole mit, ey. Den hätte ich locker bekommen, wenn ich die Pistole schon gehabt hätte. Naja, man kann ja nicht immer alles haben, ne? Da ballert's schon. Der wollte mich gerade mit dem Spaten machen. Dachte ich mir schon fast, als er da so angerannt kam. So, und ihr schmeißt mit Granaten, Leute. Das kann ich auch. Ich kann die sogar noch besser als ihr. Glaube ich. Zumindest. Okay, hier könnte es gleich wieder interessant werden. Ich pfeffer einfach mal ein paar Granaten. Ach, da. Okay, Gegner sind hier schon weg. Wow, da ist gerade eine Kugel an mir vorbeigezischt. Und den habe ich nicht getroffen, ey. Ich krieg die Krise. Und das, warum wurde das Nachladen abgebrochen? Hoch auf die 1911. Ne, da hinten ist gar kein Gegner. Okay. Krass. Da waren, glaube ich, mehr als zwei. Also zwei habe ich gesehen, aber ich glaube, da waren mehr als zwei. Das wird eine harte Runde, ey. Okay, wir haben auf jeden Fall einen AFKanen. Aber wobei, nee, der schreibt gerade irgendwas. Ah, verdammt, und die Deutschen. Die Deutschen gewinnen wohl gerade so ein bisschen. Oh, verdammt, na, krass. Oh. Da hat Himmel der Spieler aber genau im richtigen Moment echt eine Granate gezündet. Alter Falter. Hier erstmal Granaten für euch. Na, wo kam das denn jetzt? Wir haben gerade echt nicht so viel Glück, sag ich mal. Wobei in dem Spiel hat mit Glück eh. Hat man eh keine Schnitte.
Bisschen Skill braucht man hier schon. Ich lasse den mal vorlaufen. Da kann sich ruhig eine Kugel fangen und ich räume dann die Reste auf und noch eine Granate. Das ist ein Gang, den können die Deutschen gerade sehr easy verteidigen. Muss man einfach so sagen. Und jetzt leaven die Spieler, weil sie keine Lust mehr haben, oder was? Das ist aber nicht nett. Man verliert halt auch mal. So. Lüb, kurz orientieren. Wo sind wir? Ich glaube, wir sind jetzt gerade an einem anderen Punkt, wo wir reinkommen. Ja, links kommen wir rein. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Einfach mal ein paar Granaten verteilen, wie der es da auch gerade macht. Okay, da kam gerade irgendwas an. Hier links. Wird ein Teufel tun, der jetzt aber auch hingehen. Ich versuche das zu umgehen. Das Gebiet. Okay, hier sieht's safe aus. Es wäre geil, wenn wir das jetzt halt erobern würden, ne? Okay, ich halte mal noch hier die Augen offen. Immer mal zwischendurch auf die Karte gelunzt, damit mir keiner irgendwie in den Rücken fällt. Man sieht es halt ja nur, wenn die eigenen Leute irgendwie drauf gehen, dass der Pfeil dann halt verschwindet. Aber das ist halt natürlich ein guter Indikator dafür, dass es ein Feind wohl ist. Deswegen immer mal die Äuglein zwischendurch auf die Karte. Boah, da habe ich noch erwischt, aber ich bin leider in dem Moment, wo ich in die Ecke gegangen bin, aus dem Zielen rausgegangen. Das hätte ich lieber nicht gemacht. Das muss ich mir eh komplett abgewöhnen. Das mache ich seit Angedenken der Zeit, wo ich Verdun spiele, mache ich diesen Fehler immer und immer wieder. Yes, da hat sogar einer gestanden. Das ist aber nett. Vielleicht mal noch eine hinterher. Wow, wir sind gerade zu zweit, der Kollege und ich. Die anderen spawnen jetzt nach. Da habe ich schon Feinde gesehen. Da hinten wird jetzt gleich einer hochkommen, schätze ich. Ja, scheiße. Das ist keine Chance, ey. Wie sollst du das verteidigen? Alleine. Wie sieht denn das denn waffentechnisch aus? Was geht denn hier noch? Wir haben hier noch den Corporal. Der Gunner könnte halt... den hätte ich jetzt gerne. Ja, scheiß drauf. Ich bleibe jetzt mal bei der Pistole. Aber wir verlieren hier gerade eh hart an Boden. Wir werden die ohne auf jeden Fall verkacken. Guckt mal, 0-3. Was willst du machen, ey? Aber Spaß hat trotzdem gemacht. Wobei ich muss sagen, ich mag die Karte immer noch nicht. Die ist für mich einfach ein Ticken zu unübersichtlich. Aber das ist halt einfach reine Geschmackssache. Boah, da hat gerade die Granate wohl was gekillt und die Pistole noch dazu. Oh, wo kam das her? Verdammt. Wie viele Leute sind wir eigentlich auf unserer Seite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir sind 8 auf unserer Seite und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, leicht weniger bei mir im Team. Aber hey, beschweren
Traue ich mich nicht. Ich war auch schon in Teams, die größer waren und habe verloren. So. Mit Granaten schmeißen, vorrücken. Ja, dann werden wir auch verlieren, ne? Auch wenn wir jetzt noch einen Vorstoß hinbekommen würden, ist nur noch 2 Minuten in der Runde. Ich schätze mal eher, dass sie uns jetzt aufhalten. Und wahrscheinlich werden die 2 Minuten nicht mal runterlaufen. Wir werden sehen. Ich versuche jetzt mein Glück nochmal auf der linken Seite, aber da habe ich gerade einen gesehen. Da oben ist auch noch einer. Auch gesehen. Da ist er. Ist nicht euer Ernst jetzt, dass ich den nicht getroffen habe, ne? So, jetzt habe ich ihn. War aber auch allerhöchste Eisenbahn. Der hätte nämlich... Wie kann bis... Das bitte sein, dass der Kollege vor mir nicht umfällt und ich schon. Ohne Witz, also bitte. Das regt mich jetzt gerade ein bisschen auf. Irgendwie ist das Spiel heute generell eh ein bisschen buggy, auch mit der Nachlade-Animation, die teilweise einfach aufhört. Krass, da hinten ist jetzt ein Scharfschütze, nicht gesehen. Einmal darf ich noch rein. Da versuche ich mir jetzt mal kurz den Scharfschützen zu kaufen. Deswegen nehme ich jetzt mal kurz das Gewehr mit. Ach, verdammt. Haben sie doch tatsächlich, haben sie uns aufgehalten. Deswegen durfte ich jetzt nicht noch mal rein. Schade. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Schauen wir uns noch an, ob ich irgendeine Medaille bekommen habe. Keine Medaille. Das ist lange her, dass ich mal keine Medaille bekommen habe. Aber ist nicht schlimm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Freunde. Tschüssi.